Moin, hier ist Robert und heute habe ich was absolut Cooles mitgebracht. Und zwar gibt es seit einigen Wochen einen Award für unsere Mentoring-Kunden, wenn sie einen Post schreiben mit 10.000 oder mehr Ansichten. Unsere Hypothese ist, wenn unsere Kunden viel Ansichten bekommen, viel Reichweite auf LinkedIn bekommen, dass sie dann auch mehr Anfragen und mehr Kunden gewinnen. Denn tatsächlich, umso mehr Leute du in deiner Zielgruppe erreichst, desto besser. Und seitdem dieser Award ausgerufen wurde, hecheln alle danach, wirklich den nach Hause zu holen und diese magische Grenze von 10.000 Ansichten zu knacken. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einfach mal mit antrete und auch versuche, mit einem Post diese 10.000 Ansichten zu knacken. Denn aus meinem Team wurde gesagt, ja, Robert, du bist da verwöhnt, du weißt einfach am Ende, wie das Ganze funktioniert, du kennst die Spielregeln, du hast ein gutes Netzwerk dir über die Zeit aufgebaut und für dich wird es wahrscheinlich super leicht werden. Ich weiß selber, wie verdammt schwierig das ist, aber ich dachte mir, ich mache folgendes Experiment einfach mal. Ich nehme dich komplett mit, wie ich wirklich die Überschrift finde für den Post, wie ich die Story schreibe, wie ich den Call to Action auswähle, wie ich das Bild auswähle, wie ich das Ganze vorplane und wie ich dann es versuche, am Ende 10.000 Ansichten zu knacken. Ich muss sagen, ich nehme dieses Intro auf, bevor ich weiß, ob ich das Ganze schaffe oder nicht. Am Ende des Videos wirst du es erfahren, ob ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe oder nicht. Ob ich es geschafft habe, wirklich mit direkt dem ersten Anlauf diese 10.000 Ansichten zu knacken. Meine Hoffnung am Ende ist, dass du das, was du hier lernst, für dich umsetzt, ausprobierst und ein Stück weit die Power von LinkedIn auch spürst, was damit möglich ist. Und ich würde sagen, dass wir jetzt direkt in die Umsetzung springen und ich dir ganz genau zeige, wie du deinen ersten viralen Post auf LinkedIn schreibst. Wie starten wir jetzt damit, einen kleinen viralen Post für LinkedIn zu zaubern? Und das Erste, was ich immer mache, ist, auf mein Profil zu gehen und dann tatsächlich ein bisschen in der Vergangenheit zu suchen. Das bedeutet, die beste Indikation, die man natürlich hat, ist etwas zu nehmen, was schon mal funktioniert hat. Das bedeutet, nach Beiträgen zu gucken, die schon mal sehr gut funktioniert haben. Also das bedeutet, man wirklich nach Beiträgen jetzt guckt, die irgendwie in Richtung 10.000 Impressionen gegangen sind. Hier ist es drunter zum Beispiel, weil es ein fachliches Thema ist. Hier zum Beispiel sehr spannend, ich schotte mich bewusst von Negativität ab, 21.000. Das bedeutet, dieses Thema, was weiß ich, Positivität verstärken, ja, nicht auf das Negative konzentrieren, hat sehr gut funktioniert. Ich gucke mal weiter. Hier zum Beispiel fand ich sehr spannend, hast du auch ein Problem mit Autoritäten? Fast auch 20.000 Impressionen. Das bedeutet, vielleicht nehmen wir den tatsächlich hier und überlegen so, Autoritäten hat ja auch was irgendwie mit Selbstbestimmung zu tun, hat ja auch irgendwie was mit Freiheit zu tun. Und tatsächlich ist hier spannend, dass fast alles voll mit Kommentaren von anderen Selbstständigen oder Unternehmern ist. Und das ist natürlich die beste Indikation, dass wir jetzt etwas finden, was am Ende auch unsere Zielgruppe sozusagen interessiert. Ansonsten, ich glaube davor, hier auch sehr fachlich, damit kommen wir nicht weit. Persönliche, hier zum Beispiel auch ein persönlicher, aber auch nicht weit gekommen. Auch nicht weit gekommen, Aufzeichnung, was mich nachts schlafen lässt. Ja, schon ein bisschen mehr. Ja, hier auch sehr fachlich, viel zu fachlich. Hier ist auch schon so ein Social Post, aber da würde mir auch kein Winkel einfallen. Ja, hier Aufmerksamkeit auch sehr fachlich. Ja, in letzter Zeit fachlich gewesen. Da müssen wir jetzt wieder ran. Das ist perfekt, das heutige Video dafür. Denn tatsächlich würde ich, glaube ich, diesen Aufhänger hier nehmen und mal überlegen, was wir damit machen können. Genau, weil am Ende das gut funktioniert hat. Und dazu springen wir einfach mal in unser Content Board hier rüber. Und hier packen wir jetzt einfach eine neue Karte rein. Und ich würde erstmal den Winkel nehmen, den wir vorher genommen haben. Also hier kommt immer die Überschrift rein. Und jetzt das Erste, was ich so ein bisschen brainstorme, ist tatsächlich immer so die Headline. Das bedeutet, welche Überschrift könnte man nehmen, damit das Ganze funktioniert, die die Aufmerksamkeit irgendwie catcht. Und ich würde es, glaube ich, jetzt andersrum drehen. Das bedeutet, hast du ein Problem mit Autoritäten, wie wäre es sozusagen positiv formuliert? Was da dran so ein bisschen drin steckt, vielleicht sowas wie, ich habe mich nicht für das Geld selbstständig gemacht, sondern für die Freiheit. Ha, der hört sich gar nicht schlecht an. Und das, was wir hier jetzt hinbekommen, ist, dass es sozusagen ein Statement ist, wo Leute
wahrscheinlich mit einem Like oder einer Reaktion direkt zustimmen. Also auch zustimmen Leute, die genau das Gleiche denken. Das ist das Coole, was man mit so einer Headline sozusagen erzeugen kann, dass schon alleine dieser Satz sozusagen dafür sorgt, dass die Leute sagen, ja, ich habe mich auch aus dem Grund selbstständig gemacht. Und in dem nächsten Schritt würde ich jetzt das einfach mal ausformulieren und ein bisschen schneller laufen lassen, das Video. Aber der nächste Schritt ist jetzt sozusagen immer das Durchformulieren und das Ganze fertig machen. Jetzt kommt der letzte Part und zwar der Call to Action unten. Das bedeutet die Frage. Unglaublich wichtig. Der beste Tipp, den ich dir geben kann, ist, die Frage immer selbst zu beantworten und zu überlegen, ob du darauf eine Antwort hättest. Das bedeutet, man könnte jetzt machen, mehr Freiheit auch die Motivation für deine Selbstständigkeit. So, selbst. Oh. Genau, und jetzt eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Also das ist ein großer Vorteil, weil wenn man so offene Fragen, ich hatte kurz überlegt, sowas wie zu fragen wie, was war deine größte Motivation? Aber das ist tatsächlich unglaublich schwierig. Und du siehst, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist, dass es sehr lang ist. Und da müssen wir noch mal ein bisschen gucken und noch ein bisschen kürzen, weil das sieht mir noch ein bisschen zu lang aus. Und gerade hier unten ist es irgendwie, genau. Ja, das kann man eigentlich weglassen, das bedeutet, und das kann man hier reinziehen, fertig. Und dann speichern wir das Ganze. Genau, hier, Ja-Nein-Frage, dass die Leute leicht darauf antworten können. Headline ist gut, da können sie zustimmen. Speichern das Ganze. Genau, als erstes speichern. Dann habe ich schon ein Bild rausgesucht. Und zwar habe ich hier dieses wunderbare Bild gefunden. Was daran ganz cool ist, ist natürlich irgendwie sonniges Bild, unbearbeitet. Das Rote hier, die Pflanze, catcht Aufmerksamkeit. Was wir unbedingt brauchen, ist das richtige LinkedIn-Format. Das bedeutet, LinkedIn hat im Feed ein anderes Format, als das Bild jetzt ist und die meisten Fotos. Und ihr siehst, ich habe das hier schon getestet. Das bedeutet, ich ziehe das jetzt hier rein. Zack. Lade das jetzt einfach runter, weil dann hat man keine weißen Ränder links und rechts bei dem Foto und hat nochmal mehr Raum sozusagen im Feed. Und jetzt der nächste Schritt sozusagen ist hier das Bild hinzuzufügen. Zack. Und hier LinkedIn-Content-Format hinzufügen. Und das Ganze dann einfach mit dem Content-Board vorzuplanen. Das bedeutet hier auf den 21. 11 Uhr legen, speichern, zack. Und in Vorplan schieben. Fertig. Erstellung fertig. Jetzt müssen wir natürlich kurz nach 11 Uhr nochmal einchecken, so 11.30 Uhr reingucken. Dann werde ich dir zeigen, wie es dort weitergeht. Kommen wir zu Phase Nummer 2 und das ist unglaublich wichtig, denn viele Leute denken, wenn sie ihren Content vorgeplant haben, ist alles vorbei und man ist durch. Aber tatsächlich gehört noch einiges dazu, um wirklich so einen viralen Post auch mit 10.000 mehr Ansichten zu landen. Und du siehst, es ist jetzt fast 20 nach 11 und das ist so der erste Zeitpunkt, wo man mal reingucken sollte und nach erstem Feedback gucken sollte auf den Beitrag. Und bestenfalls sollte er jetzt so seit 20 Minuten sozusagen laufen, immer 11 Uhr. Plane ich meine Sachen vor und du siehst jetzt, hier sind die ersten Kommentare. Und jetzt wird es immens wichtig, denn du siehst, die ersten Likes sind sozusagen drin, das sieht gut aus. Und jetzt ist meine Beobachtung oder unsere Beobachtung, dass wirklich LinkedIn dich so ein bisschen testet. Das bedeutet, antwortest du auf die Kommentare ja oder nein? Wenn du jetzt antwortest, ja, dann zeigt der den Beitrag immer mehr Leuten an. Wenn du jetzt nicht antwortest, dann zeigt er es auch noch ein paar mehr Leuten an, aber nicht so effektiv wie sonst. Das bedeutet, das, was ich jetzt tue, ist wirklich im kurzen Abwasch auf alle Kommentare einzugehen, die auch kurz zu liken und dann wirklich das Ding wieder zuzumachen und wahrscheinlich so gegen 12 Uhr nochmal reinzuschauen. Musik.
Kommen wir zu Teil Nummer 3 und es ist jetzt kurz vor der Mittagspause und wir springen jetzt hier wieder in die Mitteilung rein und gucken, was passiert ist. Und zwar sieht das tatsächlich schon ganz gut aus. Du siehst, wir haben hier 38 Leute haben geliked, wir haben 1300 Impressionen und jetzt filter ich einfach nach den neuesten und springe wieder in die Kommentare rein und gucke, was hier passiert ist. Und antworte natürlich einfach wieder direkt darauf, sodass er jetzt in der nächsten Stunde in der Mittagspause sich richtig schön entfalten kann. Es ist kurz vor 13 Uhr und wir gucken wieder rein, was sich hier getan hat bei dem Post. Und gucken uns natürlich als erstes die Kommentare an. Du siehst, der klettert jetzt auf die 3000 langsam zu durch die Mittagspause. Das sieht sehr gut aus. Und wir gucken uns jetzt wieder an die neuesten Kommentare und beantworten die natürlich wieder, dass wir da am Ende das Ding weiterklettert. Das war's dann auch wieder. 4 Minuten jetzt Kommentare antworten und dann geht's weiter. Zwei Minuten investiert, aber die lohnen sich am Ende. Das Ding klettert weiter und ich bin wirklich gespannt, wo er am Ende rauskommt. Jetzt meistens so nächster kleiner Check-in, so gegen 15 Uhr und das letzte Mal so wahrscheinlich gegen 17 Uhr. Es ist jetzt 15 Uhr fast und jetzt springen wir natürlich wieder rein, was sich im Post getan hat. Ich bin gespannt, wie weit er geklettert ist. Und er ist jetzt fast bei 100 Likes, was sehr gut ist. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder die Kommentare beantworten, damit er noch die Chance hat, weiter zu klettern. Oh ja, da ist einiges passiert. Jetzt kommt der Tag der Wahrheit und zwar gucken wir jetzt, wie weit der Post geklettert ist. Gestern Abend habe ich tatsächlich nicht mehr reingeguckt, habe ich es nicht mehr geschafft. Und ich hatte ein bisschen die Sorge, dass er die 10.000 Ansichten nicht knackt. Und deshalb bin ich umso gespannter, wie weit er jetzt geklettert ist. Und wir springen rein und sehen hier schon 186 Likes, was extrem gut ist, 80 Kommentare. Und du siehst, wir haben die magischen 10.000 geknackt. Nicht nur geknackt, sondern fast 17.000. Und das ist natürlich für seinen Post ein sensationelles Ergebnis. Am nächsten Tag, jetzt wirklich, nehme ich mir wieder 5 Minuten Zeit, um die neuen Kommentare zu beantworten. Weil auch heute zum Beispiel poste ich nicht, sodass der Post die Chance hat, heute auch noch weiter zu klettern und weiter für mich zu arbeiten. Und insofern sollte man sich diese 5 Minuten wieder nehmen. Was kannst du jetzt aus dem Video für dich mitnehmen? Meine Idee war wirklich, dich mal mitzunehmen, so einen Post von A bis Z durchzuführen. Und natürlich sieht es jetzt am Ende leichter aus, als es tatsächlich ist. Denn man muss dazu sagen, dass ich das schon ein paar Jahre mache und natürlich weiß, worauf es bei einer Headline ankommt. Ich weiß, worauf es bei der Story ankommt und vor allem weiß ich auch, was einen guten Call to Action und ein gutes Bild ausmacht. Nichtsdestotrotz möchte ich dir einfach zeigen, welche Power hinter LinkedIn steckt und ich habe auch die Hoffnung, dass du das nach dieser Formel oder das, was du im Video gesehen hast, unbedingt auch selbst probierst und die ersten guten Ergebnisse damit erzielst. Wenn du das Ganze ein bisschen beschleunigen willst, findest du hier unter dem Video nicht nur unsere LinkedIn-Algorithmus-Checkliste, denn tatsächlich mache ich technisch sehr, sehr viele Sachen richtig in dem Post, die man wirklich beachten muss, damit der LinkedIn-Algorithmus deinen Content so weit wie möglich ausspielt. Da gibt es viele Sachen, die man unbedingt vermeiden muss und viele Dinge, die man richtig machen kann. Das findest du unten in der LinkedIn-Algorithmus-Checkliste. Und wenn du unsere gesamte Content-Strategie verstehen willst, findest du unten noch ein kostenfreies Training, was du dir angucken kannst, was wirklich super intensiv ist. 90 Minuten, die eigentlich wirklich alles zeigt, was wir bei LinkedIn gelernt haben. Nicht nur, wie dein Content Reichweite bekommt, sondern auch, wie du darüber wieder Anfragen und Kunden wirklich planbar bekommst. Ich wünsche dir jetzt wirklich ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du Erfolge damit erzielst, würde es mir wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach bei LinkedIn eine Nachricht schreibst und von dem Erfolg vielleicht berichtest. Das wäre das Schönste, was du tun könntest. Oder vielleicht hier unten in den Kommentar packen bei YouTube, wenn du es erfolgreich umgesetzt hast. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib es gerne in die Kommentare, lass ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.